Willkommen im Ark, meine lieben Freunde. Wir starten komplett neu durch auf The Island. So, wir nennen uns Zippity, Zippity. An dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, meine lieben Freunde, lasst dem Ganzen ein Däumchen nach oben da, ein Like zumindest. Wünsche, Anregungen, Kritik wie immer rein in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gebt den Ganzen ein Abo, aktiviert das Glöckchen. Hier gibt es ganz viel Gameplay, Tutorials, Tipps und Tricks zu sehr, sehr vielen Survival-Games und natürlich auch Simulations-Games. Lange Haare, wir lassen das mal alles so. Wir erstellen ihn. Und wir haben ja schon ein bisschen was von der Karte freigespielt. Und wir werden jetzt ja wieder... Nee, wir wollen diesmal nicht in diesem Bereich starten. Wir wollen diesmal ganz woanders starten. Wir werden mal in diesem Bereich starten. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? You know, kid, sooner or later, you're gonna have to talk about it. What are you drawing over there, anyway? Hey, that's not bad. And this is you over here, with this dum-dum? Don't be mean to Honker! No, I don't want to talk about him. He's your dad, Mika. Now, I may not know a lot, and I've made plenty of my own mistakes back in my day, but I do know one thing. Family's gotta stick together. Well, why don't you go tell him not to be such a stinky dino goon? Witzige Sache. So, rein ins Geschehen. Rein in die gute Stube. Rein auf die Karte. Bis Weihnachten auch nochmal kurz erwähnt, oder nicht bis Weihnachten, sondern Community intern, haben wir eine wirklich richtig geile Geschenkidee bekommen von unserem Partner Sepp Hosting. Gutscheincode mit 20% auf die komplette Laufleistung verschiedener Game-Server. Checkt das einfach mal ab, haben wir unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung für euch verankert. So, wir wollen einmal das ausmachen. Wir wollen einmal die Cloud ausmachen. Das macht das Ganze nämlich, sag ich mal, ein bisschen flüssiger für euch. Da ist schon was im Argen. So, ich kenne mich auf diesem Bereich, in diesem Bereich der Karte noch nicht so aus. Jetzt checken wir das Ganze erstmal ab. Werden uns schon mal ein bisschen was besorgen. So, dann brauchen wir Stein. Das sind alles Pflanzenfresser. Da haben wir einen Stein. So, jetzt können wir schon mal was vergeben. Wir nehmen als allererstes Gewicht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Schlafsack, das brauchen wir. Strommauer, Tür. Tür machen wir gleich. Und dann stellen wir auch schon mal her. Die Bieke. Damit wir schon mal ein bisschen arbeiten können. So, die ziehen wir uns rein. Na, Kollege, alles klar bei dir? So, ich hätte natürlich gerne ein schönes Plätzchen. Wir können ja mal gucken, was da oben ist. Hier ist mir das ein bisschen zu voll. Sind zwar alles Pflanzenfresser, aber wenn du hier aus Versehen mal einen von denen triffst... Hier sind auch so viele von denen. Also Leder haben wir genug. Machen wir das jetzt hier an der Wand. Der haut mich. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, da ist ein Rex. Was macht der denn hier? Ich denke, das ist ein Anfängergebiet. Ja, krass.
Da müssen wir ja ein bisschen aufpassen. Also ein Rex hier auf der Ecke ist ja schon mal richtig blöd. So, den einen hat er kalt gemacht, den macht er auch kalt. Und dann wird er uns kalt machen. Das da drüben ist auch irgendwie so ein Fleischjockel. Scheiße, 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 scheiße. Oh, noch einer. Oh, 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 oh. Ah, zu weit. Ja, das war ja schon mal ein guter Start. Ach, ich war auch schon... Bin ich zu weit nach da gelaufen? Da ist es ja schon gelb. Wir starten wieder hier. Jetzt bauen wir wieder da. Wir holen... Wir haben noch nicht viel gehabt. Das heißt, wir brauchen da gar nicht hin. So, was ist hier? Lass mich bitte leben. So, ich würde sagen, ich check jetzt erstmal die Lage ab, guck mir alles an, wo wir ein schönes Plätzchen finden und dann geht's weiter. Ich suche jetzt erstmal ein schönes Plätzchen. Ich habe mich jetzt mal umgeguckt, da vorne habe ich ein bisschen, da war noch ein Airdrop heller, deswegen habe ich schon mal was zum Anziehen gefunden. Ich habe sogar einen tollen Sattel gefunden, ich weiß gar nicht, ob ich den brauche, aber ich habe gesehen, ich bin hier jetzt rüber geschwommen. Und hier drüben, ah, das ist ja nochmal so weit weg. Boah, überleben wir das? Da ist so eine richtig geile Insel. Ich sehe da schon diese, die Peats. Das heißt, wir können da wahrscheinlich in Ruhe zähmen. Ich riskiere das jetzt einfach. Wir sind dann sozusagen von der Insel weg. Und wir haben so eine richtig geile, hier wie die blaue Lagune. Probieren wir es einfach. Oh, da sind Haie. Oh. Warte mal. Ich habe das Gefühl, es ist schon irgendwas hinter mir her. Da kommt der Hai. Yo! Ah, nein! Oh. Okay. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Also, hier würde ich jetzt erstmal sagen, das erkunden wir jetzt mal einmal ganz... Wir sind ja noch nicht durch. Das ist ja nur eine... Ich... Scheiße. Warte mal. Jetzt müssen wir hier mal einmal reingucken. Da ist ein Hai. Zwei. Wir machen es wieder von Insel zu Insel. Ja, das war ein Satz mit X. Gehen wir hier rauf. Wenn wir hier rauf kommen. Komm, das wollen wir uns jetzt safen. Richtig schön abgelegen. Das finde ich geil. Abgelegen. Wie bei Castaway. Auf einer einsamen Insel. So, jetzt haben wir es nicht mehr weit. Und nachher, wenn wir so einen Peat da gezähmt haben. Wir haben hier genügend auf dieser Insel. Hier haben wir auch genügend, sag ich mal, Fleisch. Das geht da hinten schon spazieren. Muss auch nicht gekühlt werden. Das ist schon mal gut. So, jetzt hier nochmal rüber. Und dann starten wir hier. So, jetzt sind wir auf der großen Insel. Ja, guck mal hier. Das ist doch das, was wir alles brauchen. Er hier kann nachher die Dinge hauen. Dann können wir ordentlich Steine machen. Der scheint friedlich zu sein. Da hinten ist noch einer. Das scheint alles friedlicher zu sein hier. Keine Fleischfresser. Wie sieht das hier drinnen aus? Oh, schon Angst gehabt. Nee. Okay, das Becken scheint auf jeden Fall... Ist es zugänglich für Haie?
Schwimmen wir einmal hier zum Graben. Das Becken scheint... Ich dachte, der beißt jetzt. Das Becken scheint piranha-frei zu sein. Und wir haben hier richtig viel. Okay, müssen wir mal gucken, welches Level die haben. So, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal an die Arbeit. Jetzt werden Steine gemacht, kurz was hingebaut, Schlafplatz fertig gemacht. Und dann fangen wir nachher das Zähmen an, definitiv. So machen wir das jetzt hier auf dieser Insel. So, wie sieht das hier auf der Karte aus? Ja, ist tatsächlich eine kleine Insel unten an der Kante. So, wir haben die ganzen Multiplikatoren ein bisschen verändert, nicht mehr so dolle gemacht. Das war sonst zu einfach. Wir haben zwar das Maximum genommen, was geht, aber wir haben es nicht über das Maximum, wir haben das Maximum nicht überschritten. Nein. Ach, doch, können wir. Gut, alles klar. Machen wir hiermit weiter. Brauchen wir sowieso den hier. Wir wollen ja Steine machen, ne? So, dann werde ich jetzt mal ordentlich was sammeln an Holz, an Dings, an Bums. Und dann fangen wir tatsächlich an. Das brauchen wir, das brauchen wir. Lehm brauchen wir. Fernrohr brauche ich. Narkosemittel. Das Bett natürlich. Können wir schon irgendwas mit Holz nehmen? Noch nicht. Okay, das heißt, wir werden das erstmal hiermit bauen. Gut. Schauen wir uns an. Setzen wir ganz kurz auf. Was haben wir da? Was brauchen wir da? Ach, Fasern haben wir noch gar nicht gesammelt. Ja. Wollen wir hier natürlich noch ein bisschen was pflücken. Oh, das ist ein... Wird ein richtig geiler Start. Fühlt sich schon richtig geil an. Wird ein richtig geiler Start. So, ich werde erstmal ein bisschen was sammeln. Und wenn ich alles zusammen habe, dann fangen wir mit dem Bauen an. So, jetzt können wir erstmal noch ein bisschen wieder auf Gewicht verteilen. Resistenz, handwerkliches Geschick. Weiß ich noch nicht. Ne, wir machen erstmal Gewicht und ein bisschen Ausdauer. Aber wir wollen nochmal ganz kurz gucken, wo wir uns niederlassen. Wir machen das jetzt nicht einfach irgendwo. Wir checken die Insel nochmal ganz kurz ab. Ob hier auch wirklich nur Pflanzenfresser unterwegs sind. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Hier, die Kacke nehmen wir mit. Die Tritze haben wir ja auch schon. Felswände, das finde ich schon mal alles sehr cool. So, das ist ja wie so eine richtig geile Lagune. Gehen wir einmal ganz kurz rum. Das heißt, Wasser haben wir auch genügend. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit es noch nach hinten geht. Und was hier noch alles ist, was uns hier überraschen wird. Nicht, dass hier auf der anderen Seite gleich ein Rex rumläuft. Kann ich mir zwar jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Oh, ich dachte gerade, hier ist noch so ein Riesenvieh. Also verhungern werden wir nicht. Leder gibt's genug. Ja, die sind natürlich. Gut, den jetzt mal eben so flachlegen, das ist auch kein Kinderspiel. Aber, huch, hast du mich erschreckt. Aber, es ist schon mal sehr, sehr cool. Wir haben viele Ressourcen, die wir benötigen. Wow. Was ist... Da können wir nachher mit dem Piet rein und mal schauen. Da unten geht ein Piet. Er scheint tatsächlich so auszusehen wie ein kompletter Krater. Oder sind wir jetzt einfach nur oben auf dem Rand? Hier ist Metall, Alter. Ich werde nicht mehr. Geil. Na, das machen wir noch nicht weg. Nee. Das ist gar kein... Ich dachte, das wäre ein Krater. Das heißt, hier gehen wir rein und schauen mal, was wir bauen können. Oder wollen wir hier oben drauf bauen? Aber dann sind wir gleich ersichtlich. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Und
bauen das da rein. Genau, wir gehen nach unten und bauen das jetzt da rein. Wir sind jetzt hier hinten an der Wand an der Höhle angekommen. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Das heißt, wir können nachher auch mit so einer Plattform hier schön an der Kante alles aufsetzen. So, jetzt werden wir nochmal ein bisschen Platz schaffen. Und dann fangen wir erstmal schon mal an. Ihm ist hier kalt, das heißt, wir müssen Resistenzen noch ein bisschen aufbauen. Ich werde noch ein bisschen was anziehen. Und gleich mal das Feuerchen anmachen. Und dann können wir ja gleich mal hier irgendwo eins in der Ecke machen. Warte mal. Ich glaube, hier setzen wir... Kann man das noch wegschlagen? Was hat er? Ja. Oh, wie viel Metall rauskommt, Alter. Geil. Okay, wir machen uns hier ein bisschen Platz. Und dann knacken wir das hier alles rein. Dann bauen wir das genau hier drinne auf. Oh, fast verreckt, Alter. Ran ans Feuer. Wir sterben? Wir sind doch am Feuer. Was ist da los? Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe jetzt nochmal ein zweites Feuer gemacht. Brauche ich aber ordentlich Holz. Na, jetzt wird es wieder arschkalt. Muss echt aufpassen. So, bevor er gleich wieder verreckt, weil... Oh ne, anlassen bitte. Den hauen wir da noch rein. Den hauen wir da noch rein. So, und hier ist ihm nur einigermaßen... kalt. So. Jetzt werden wir das erstmal wieder aufladen. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, bevor wir hier anfangen zu bauen, werde ich noch ganz, ganz viele Fasern sammeln, ihn erstmal in so ein bisschen Stoffkleidung packen, die Resistenz durch das Erarbeitete, also diese Punkte des Level-Systems, einfach mal in Resistenzen ein bisschen reinstecken, so dass wir hier ganz normal leben können. Und dann würde ich sagen, im zweiten Teil fangen wir an, hier aufzubauen. Also ich werde jetzt erstmal ordentlich Ressourcen abarbeiten, ein bisschen meine Fähigkeiten leveln, ihn in vernünftige Klamotten packen. Und dann werde ich hier sozusagen den ganzen Bereich von den Ressourcen befreien. Und dann werden wir mal schauen. Wir werden erst auf dem Boden alles aufbauen und dann nachher an einer Plattform, an der Seitenwand, als Klippenplattform, dann nachher hier vollenden. Wir haben Piez hier, wir haben genügend Leder hier, wir haben genügend Essen hier. Wir können hier gut leben. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir durch diese Resistenzen jetzt nicht gegen die Kälte sterben. Zweimal Feuer sorgt dafür, dass es immer noch kalt ist. Und das ist natürlich sehr, sehr kalt hier auf der Insel. Das heißt, wir müssen uns warm einpacken. Lasst den Ganzen erstmal ein Däumchen nach oben da. Freut euch auf die nächste Folge. Wenn ihr mitmachen wollt auf unseren Servern, wir haben ja so viele Server, einfach mal bei uns in den Discord schauen. Da wird euch dann weitergeholfen. Oder wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik zu irgendwelchen Sachen habt, zu eigenen Server. Apropos eigene Server in der Videobeschreibung. Nicht verpassen, bekommt ihr gerade von unserem Partner Sepp Hosting einen 20% Gutschein-Rabattcode. Nutzt den. Den bekommt ihr auf die komplette Laufzeit der Produkte. Ganz, ganz wichtig. Links, Videos, alles dazu in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für euren Support, fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.